Willkommen zu einer weiteren Aufgabe aus der Strahlenoptik. Zeigen Sie mit einer Strahlkonstruktion, dass die Tiefenschärfe bei optischen Abbildungen, zum Beispiel beim Fotografieren, größer wird, wenn die Irisblende des Objektivs verkleinert wird. Tiefenschärfe muss man zuerst vielleicht kurz erklären. Das bedeutet, der Bereich, den man dann in der Gegenstandsebene noch scharf abbilden kann. Wenn Sie eine Situation sich vorstellen, Sie haben da irgendwie eine Abbildung, Sie wollen da eine Blume abbilden, die vielleicht nahe ist, und gleichzeitig auch ein Objekt, das weiter weg ist, abbilden. Dann können Sie ja von der Blume, wenn wir da mal annehmen, dass da die beiden Brennpunkte sind, ein scharfes Bild machen, das dann zum Beispiel hier ist. Hier. Da wäre das Bild der Blume. Wenn Sie jetzt mit der gleichen Optik hier, nehmen wir mal diesen Gegenstand hier, auch abbilden möchten, dann hat er, der ja auch, diesen Strahl hier, aber der andere Strahl durch das Zentrum der Linse, der trifft sich dann bereits ungefähr hier. Das heißt, das Bild von diesem Gegenstand ist dann näher. Jetzt können Sie sich entscheiden, wollen Sie entweder die Blume scharf sehen, dann müssen Sie den Auffang schon eben hier hinstellen. Oder wollen Sie da den Baum weiter hinten scharf sehen, dann müssen Sie den Auffangschirm hier hinstellen. Aber beides geht nicht. Wenn die Blume scharf sein soll hier, dann haben Sie die Strahlen vom Baum da hinten nicht mehr scharf an der Stelle. Ich kann das rasch ein bisschen genauer noch zeigen. Das wäre der Baum, das wäre die Blume. Schauen wir mal nur alle Strahlen an, die vom Baum auf die Linse fallen. Das sind diese Strahlen hier, die dann hier so auseinanderlaufen, die ganze Linse treffen, dann hier sich wieder sammeln. Hinter dem Sammelpunkt laufen die dann auseinander. Das heißt, an der Stelle, wo die Blume scharf sein soll, wenn der Auffangschirm da ist, ist dieser Kegel hier vom Baum, weil die Baumspitze scharf wäre, hier dann effektiv auseinandergelaufen. Wir haben dann einen unscharfen Fleck von der Baumspitze, der sich dann auch mit der Blume überlagert. Umgekehrt, wenn Sie auf die Blume scharf stellen, wenn Sie auf den Baum scharf stellen, müssen Sie also hier den Auffangschirm hinstellen. Baumposition quasi der Einstellung des Objektivs. Wenn wir jetzt die Strahlen nehmen, die von der Blume kommen, dann sind die natürlich an der Position des Baumes nicht mehr scharf. Die Blume wird da hinten scharf abgebildet. Und an der Stelle, wo eigentlich der Baum dann scharf ist, wird die Blume unscharf. Also wir haben den Baum scharf, die Baumspitze, und die Blume unscharf. Und an der Stelle hier haben wir die Blume scharf, grün, und den Baum unscharf. Wir bekommen nicht beides scharf hin. Und das nennt man die Tiefenschärfe. Also die Frage, wie groß ist da die Distanz, die man dann tolerieren kann, damit dann beide Objekte scharf sind. Und es ist, wie Sie gesehen haben, in der Konstruktion ziemlich klar, dass die Größe dieser Linse hier mitentscheidet, wie groß diese Unschärfe-Scheibchen werden. Wenn die Unschärfe groß ist, dann heißt es immer auch, dass wir einen großen Bereich der Linse hier ausgenutzt haben. Und wenn wir da mit einer Blende arbeiten, also den Strahl hier einschränken, dann werden diese Kegel jeweils weniger extrem. Also zum Beispiel bei der Blume, wenn ich da jetzt nur die Strahlen anschaue, die hier durchkommen, dann sind das nur diese hier. Wenn ich da wiederum zum Baum dann scharf stellen möchte hier, dann sehen wir, dass diese Strahlen, die da zur Blume laufen, hier dann einen kleineren Fleck erzeugen als vorher. Das heißt, die Tiefenschärfe ist größer geworden. Ich habe im Skript diese Konstruktion etwas schöner gemacht. Ich kann es hier nochmals rasch zeigen. Wir haben da zwei Gegenstände, die mit einer Linse abgebildet werden, welche eine große Öffnung hat. Dann haben wir hier an dem Bildpunkt von diesem Gegenstand hier ein scharfes Bild, aber der Fleck hier vom anderen Gegenstand, der näher ist, ist dann sehr groß.
Wir sehen hier, wir haben eine schlechte Tiefenschärfe. Wenn wir die gleiche Situation nochmals zeigen mit einer kleineren Blende, gleiche Situation, dann sehen wir, dass die beiden Bilder immer noch da sind, aber der Fleck hier an der Stelle, wo das Bild 1 scharf ist, ist der Fleck vom Bild vom Gegenstand 2 ist dann auch kleiner geworden. Wir haben deshalb eine größere Schärfe insgesamt, wir haben eine bessere Tiefenschärfe.